Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Staso. Ja, ihr seht schon, es ist soweit. Wir haben den 1. Juli und wir werden heute loslegen mit Ernte. Und zwar die Gerste ist soweit und der Hafer ist soweit. Wir werden heute anfangen mit Gerste. Weizen und Raps dauert noch ein bisschen. Erstmal, wie gesagt, erstmal Gerste und Hafer. Es wird auch Zeit, dass wir ernten können, weil mir ist nämlich das Stroh ausgegangen. Ich brauche nämlich ganz dringend Stroh jetzt. Und dann, wie gesagt, gut, dass wir jetzt die ersten beiden Felder dreschen können. Da natürlich dann Schwertablage, ne? Das Stroh, ja gut, gereicht hat es eigentlich nicht. Was heißt, gereicht hat es eigentlich nicht? Es hat eigentlich gereicht, aber ja, gut, ist es halt sehr knapp, ne? Die Tiere haben jetzt noch Stroh drin als Einstreu. Ich habe auch noch was zum Futtermischen da gehabt, also sag mal, für einen Kuhstall einen Ballen habe ich noch da gehabt und einmal für die Futtermischanlage habe ich noch einmal Stroh auch noch da gehabt. Es hat gereicht, es ist zwar, aber ne, hat gereicht. Nur für den dritten Kuhstall hat es nicht mehr gereicht, weil ich habe nämlich Nachwuchs bekommen. Das erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kalb ist da. Ja, bringt mir nur nichts, wenn ich das, wenn ich nichts einstreuen kann, ne? Futter muss ich auch noch mal gucken, wie wir das machen. So schnell kommen die Futtermischanlage auch nicht hinterher. Wir produzieren. So. Mal gucken, wo wir uns hier hinstellen. Ich würde mal sagen, hier so. Upsala. Das heißt, wir würden natürlich noch wieder was kaputt fahren. Aber das ist dann erstmal einmal so. Ich habe jetzt auch nur mal ein Fahrer eingestellt oder ne, ein Abfahrer bereit gemacht hierfür, weil es ist keine große Fläche hier, ne? Ist nur die Frage, ich glaube, ich werde auf diesen Schlag komplett mit Dings arbeiten oder komplett Schwattablage anmachen. Aber erstmal rauffahren hier. Ich will jetzt natürlich nicht, dass wir damit direkt hier vorne anfangen. Jetzt stellen wir einmal um. Ich werde, wie gesagt, hier auch im Vorgewende Stroh machen oder Schwattablage anmachen. Schöne Grafik wieder. Weil, wie gesagt, das Feld ist nicht so sehr groß. Wir haben zwar hier hinten noch das Haferfeld, das ist sehr viel größer. Aber ja, diesmal lieber ein bisschen mehr als wenig.
Ja, gestern livestreammäßig waren wir auf der Seenplatte unterwegs. Da hatten wir auch ein bisschen gedroschen. Da hatten wir im gestrigen Livestream das Feld 12 fertig gemacht. Zumindest mit dem Dreschen. Ballenpressen hatten wir ja noch. Ja, gut, haben wir angefangen. Haben wir zur Hälfte fertig gemacht gehabt. Auf der Seenplatte. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja, ist ja eins unserer kleineren Felder, ne? Mal schauen, ich glaube, nächste Saison werde ich hier Weizen reinhauen. Und darauf eventuell Zuckerrüben vielleicht mal. Oder so. Weil ich sag mal, irgendwas anderes lohnt sich ja schon fast gar nicht. Na gut, Hirse könnte man noch, ne? Weil Hirse ist ja auch sehr ertragsreich. Sag mal, auf so einem kleinen Feld sowas wie Raps oder so anzusehen, ja, man kann es machen, ne? Aber ertraglich bringt das halt dann nicht so viel, ne? Ja. Ertraglich sieht das hier auch nicht so bombe aus, muss ich sagen. Obwohl wir hier alles gemacht haben, ne? Gedüngt, gekalkt, gewalzt und so. Aber so berauschend sieht das jetzt nicht aus, gelblich so, ne? Ist meiner Meinung besser als orange, aber ein bisschen grün wird's auch. Ja, doll ist nicht. Also doll ist nicht. Na gut, ist auch die erste Saison. In der letzten Saison haben wir nicht geerntet hier. Liegt auch halt immer an der Frucht, was da drauf ist, ne? Aber eigentlich war Gerste doch, ich sag mal, recht ertragsreich immer. Zweimal Vorgewende hier in der Sippe mit dem Feld auch schon gleich wieder fertig. Wir nehmen gleich unser Hafer, da kommen wir dann, werde ich dann gleich einmal so übersetzen. Ups, da werde ich das Schneidwerk dann dran lassen und einmal schnell über die Straße einfach von da nach da fahren. Hier den Stück kommt jetzt ein bisschen weniger zusammen, weil wir hier ja die Fahrgäste mit haben.
Aber so geht es jetzt hier auch wieder langsam voran, ne? Wie gesagt, Endsaison jetzt. Ja, sind wir nachher schon wieder durch mit der Saison, ne? Im Großen und Ganzen war es das ja denn schon nachher wieder, wenn wir jetzt mit der Ernte dann nachher wieder durch sind, ne? Kommt noch ein bisschen Bodenbearbeitung. Auf jeden Fall werde ich diese Saison sehr viel mit Mist arbeiten, weil ich habe echt ungelogen so viel Mist am Hof. Also ich werde düngermäßig sehr viel mit Mist arbeiten, auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir werden alle Felder mit Mist düngen, bevor wir die, ne, bevor es in die Bodenbearbeitung geht dann. Schwatt im Vorgewende macht man eigentlich eher selten, ne? Ich habe zwar auch schon öfters mal gesehen, dass auch im Vorgewende Schwattablage gemacht wird mit Strom, aber ist eher selten, also bei uns eher ganz selten. Ist ja, wie gesagt, die Felder sind so groß wie hier, dann will man ja jedes Körnchen mitnehmen, ne? Oder jeden Halm mitnehmen, sag ich mal. Der Fendt hat jetzt auch einen Türsound gekriegt, ne? Finde ich auf jeden Fall nice. Ich glaube, das war vorher nicht. Der 800er hier hatte ja, oder der 800-700er ist ja das 800-700er, 800er TMF, war Fendt TMS, die haben ja ein Update gekriegt. Meine Güte. Und ich glaube diese ja, geh erstmal voll auf der Straße hier bei Gegenverkehr. Und diese Zaun beim Türen aufmachen und zu war, glaube ich, vorher nicht. Kann mich da jetzt aber auch täuschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hier reingehen. Ich glaube 15, ne? Gehen hier rein in den Anhänger. Dann kriegen wir einen Anhänger auf jeden Fall voll. Glaube ich zumindest. Komm, ich muss mal mit. Ne, passt. Ne? Gut. Ich sehe auch gerade, dass wir am Ende schon angekommen sind. Ich glaube, ich werde das Feld hier offline jetzt fertig machen. Ist ja nicht mehr viel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig darüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.